wenn ich im Fernsehen und das von Tag zu Tag mehr Leute sehe, die davon reden, ich bin Deutschland, wir sind Deutschland und wir wollen keine Ausländer. Weil das sind minderwertige Rassen, das sind Arbeitsscheue, das sind Sozialschmarotzer. Und wenn ich dann in die Gesichter dieser Leute, die das schreien, rufen, brüllen sehe, ich weiß nicht. Dann ist meine erste Frage die, und sowas wie dich, wollen wir das? Ist das gut für mein Land, für unser Land, für Deutschland? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie hoch erfreut deine Mitmenschen über dich sind? Wie begeistert, wie sie dich feiern, wie sie sagen, toll, da ist einer, der baut mit uns gemeinsam an der Zukunft. Also ich mache mir für mich jeden Tag die Gedanken, ob denn meine Umwelt sich darüber freut, dass ich im Boot bin, dass ich dabei bin. Ob ich tatsächlich einen Beitrag leiste zu unserem Deutschland, zu unserem Europa. Die Gedanken mache ich mir schon. Und das, obwohl ich dieses Wir-Gefühl nicht habe. Ich bin ein begeisterter Sportler. Aber ich habe schon Probleme, bei meiner eigenen Mannschaft dieses Wir-Gefühl zu generieren. Die Vorstellung, dass ich von einer fremden, einer wildfremden Mannschaft, die ich mir so ganz beliebig gerade mal eben nach Gutdünken rausgesucht habe. Heute ist es der FC Bayern München und wenn die nichts mehr gewinnen, dann ist es ein anderer. Die Vorstellung, dass ich da ein Wir-Gefühl generieren kann, dass ich das sagen kann, wenn die Bayern gewinnen, wir haben gewonnen. Die finde ich sowas von hammerabsurd. Da lacht sich doch wie heißen sie denn alle, ich weiß es gar nicht, Manuel Neuer oder Schweinsteiger ist hier gar nicht mehr dabei, die lachen sich doch alle tot und sagen, hallo, was hast denn du mit dem FC Bayern zu tun, wer bist du denn, du Stückchen Stadtwurst mit Musik.